Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Bellwright mit eurem Erik Vikingsson und dem Ragnar. Ja, der steht mit seiner Fackel hier, weiß noch gar nicht, was er so davon halten soll. Ja, er zuckt auch mit den Schultern. Er hat gerade von einer Brieftaube erfahren, dass morgen früh ein Überfall stattfinden wird auf unsere Siedlung. Ich will euch kurz dazu was zeigen. Ganz kurz, ich habe in der Option das auch gefunden. Und zwar ist das hier bei Spiel Überfälle. Ich habe die Überfälle aktiviert. Ich werde sie auch erstmal auf Mittel und auch die Überfallstärke auf Mittel halten, um zu gucken, was passiert morgen. Wenn wir jetzt merken, okay, pass auf, das ist zu krass, dann gehen wir hier runter. Wenn die jetzt am Anfang zu stark sind, ich möchte auch ein bisschen Spaß an dem Spiel haben und mich nicht nur verteidigen müssen oder von einem toten Punkt zum anderen laufen, würde ich sie auch erstmal runtersetzen. Für den jetzt, der kommt, lassen wir es jetzt erstmal auf Mittel. Nur kurz dazu. Ihr wisst ja auch, dass ich Vorab-Aufnahmen mache, ja, so meist so 4, 5 Stück und dann reagiere ich natürlich auf eure Kommentare. Da danke ich ganz sehr, dass ihr so viel schreibt, das ist immer super und kann jetzt auf ein paar Kommentare eingehen, denn ich mache jetzt gerade die neuen Folgen und da gibt es zum Beispiel, hey, da gibt es ja dieses Kommentar, dort in der Stadt gibt es einen Bücherladen, geh mal dahin, guck mal, die Münzen kann ich beim Alten verkaufen, mega cool, finde ich sehr, sehr geil. Jetzt habe ich nur gerade so das Problem, da unten ist ein roter Punkt und ich weiß, dass das die Banditen sind, aber ich hoffe, sie kommen jetzt nicht her. Wir werden jetzt definitiv in dieser Folge jetzt anfangen und werden uns jetzt hier Knüppel bauen für unsere Leute. Mein Knüppel werde ich abgeben eventuell und mit der Axt spielen. Und ich habe noch 20 Pfeile. Ich hoffe, das reicht, ja. Wir werden auf jeden Fall essen, das Fleisch nehme ich mit. Für morgen dann, wenn wir es überleben, gehen wir zum Dalibor, bringen die 2 gekochten Stück Fleisch hin. Und die Baumstämme, die haben wir ja schon abgegeben. Wir müssen nur noch die 2 gekochten Fleisch hinbringen. Dann haben wir das auch. Wir werden Reputation oben machen im Dorf und werden uns keinen Bettler mehr holen, sondern wir werden uns eine Frau holen. Irgendwas, wo man jetzt was kriegt, weil, wie ihr geschrieben habt, sind die einfach so negativ belastet, die Bettler. Wir haben jetzt unseren einen, das ist auch okay. Der ist ja eher so Träger und Forscher, das passt schon ganz gut. Aber ansonsten will ich dann schon ein paar bessere bessere Dorfbewohner bei uns haben oder ja, Siedlungsbewohner, ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir bauen uns jetzt auf jeden Fall nochmal 2 Knüppel. Ich guck kurz, ob das Fleisch, das ist noch nicht durch. Wir haben kein Ding mehr drin, ne? Warte mal, dann gehen wir kurz hier ran. Genau, und dann will ich natürlich versuchen, dass ich auch mit meinen Dorfbewohnern immer gleichzeitig irgendwie versuche, ins Bett zu kommen. Das wäre mir, das wäre schön, weißt du? So. Wir machen einmal Holz rein, dann haben wir hier das große Stück Fleisch und dann bauen wir uns einen Knüppel. Da fehlt uns aber noch diverses Holz. Ich hoffe, dass wir hier eventuell noch was im Lager haben. Da ist leider nichts. Mal gucken, ob der Dalibor jetzt was gefarmt hat hier. Oh, der hat die Axt drin, aber mehr auch nicht. Ja, das läuft jetzt gerade noch nicht so rosig. Wir gehen jetzt nochmal los und gucken, dass wir Äste kriegen. Es ist jetzt 12:30. Ja, wir müssen das jetzt machen. Also wir können jetzt nicht hier uns hinstellen und können die Jungs dann morgen hier sich überrennen lassen. Wir haben Pfeil und Bogen, ob wir damit umgehen können, ob wir nochmal so einen Glücksschuss machen. Ja, wie jetzt bei dem Hirsch gestern, wird sich zeigen. Aber drauf verlassen will ich mich halt nicht, ne? Und es wird auf jeden Fall extremst wichtig sein, dass wir uns verteidigen. Ich hoffe, dass einfach nur so 3, 4 Leute kommen. Ob das dann genau passiert, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Bären finden. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht bei die Wölfe laufe. Ich bin nämlich sehr nah am Wolfsgebiet hier. So, wir stapfen kurz rum. Da ist ein Baum. Ich könnte den fällen, aber ich kriege da wenige Äste raus. Hast du gut gemacht diesmal. Oh, Alter. Ich bin aber erschrocken, ey. Genau, wegen den Fallen auch. Ich habe die natürlich jetzt gebaut. Ich weiß, dass wir jetzt mit Pfeil und Bogen hier angehen können. Aber, solange wir die Pfeile da haben... Ach, die Pfeile. Solange wir die Fallen da haben, können wir sie auch benutzen. Wäre jetzt so meine... Wäre jetzt halt so meins gewesen. Ist da. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, wichtig ist, dass wir jetzt einfach den Angriff überleben. Und wenn wir nicht überleben sollten, was dann jetzt auch, ich sag mal so, nicht schlimm wäre,
Wir können ja dann trotzdem gucken, was passiert, ob die dann abhauen oder ob sie dann da bleiben und wir müssen uns halt bis zum Ende verteidigen, bis keiner mehr lebt. Werden wir sehen. Ja, wir gucken einfach mal, was passiert. Im schlimmsten Fall werden wir halt drauf gehen. So, das Fleisch ist fertig. Sehr gut. Wir haben die zweimal Fleisch. Das können wir dann essen und das können wir essen. So, dann machen wir uns einen Knüppel. Wir kriegen sogar noch einen hin. Den geben wir morgen früh unseren Jungs. So, dann haben wir auch einen Knüppel. Wir nehmen natürlich unseren. Wir gehen jetzt ins Bettchen. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert, Leute. Mehr als draufgehen ist nicht, ne? Was soll man anders machen? Ist halt Mittelalter, ne? So, Tag 9. Bis dahin sind wir ja schon weit gekommen, ne? So. Ein neuer Tag bricht an. So, pass mal auf. Regnet es auch noch. Charlie, ich würde dir gerne was geben. Wenn das für dich in Ordnung wäre. Du brauchst nämlich definitiv eine Waffe. So, bitteschön. So, Dali weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich werde die jetzt, Achso, er hat einen Knüppel, aber er kriegt von mir aus... Ich habe meinen dort, ne? Ja, da kriege ich noch einen. Er soll ruhig zwei kriegen. So, wir essen. Wir essen noch eins. Und wir essen das hier. Dann haben wir erstmal Leben, wie es sein soll. Die zwei Stück Fleisch lassen wir dran, weil die müssen wir noch abgeben. Null im Inventar. Bin ein Idiot. Jetzt habe ich die zwei gegessen, ne? Ah, ich habe die falschen zwei gegessen. Hier. Junge. Da müssen wir nochmal einen Hirsch machen. Ja, will ich gerade. Gehen wir los oder gehen wir nicht los, ne? Wann kommt der Angriff? Weil ich muss ja auch die Jungs dann darauf ein... Okay. Wann ist das passiert? Das ist natürlich... Warte mal. Warte mal. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht, ey. Dann haben wir doch das Stück Fleisch. Ja, wie gut ist das denn? Haben wir jetzt nochmal Glück gehabt, hey? Finde ich gut. So, und dann war es ja noch eine Frage von euch. Oh, ich überlege gerade, wie sie war. Was passiert, wenn, war die Frage. Das ist auch eine sehr gute. Oh, ich komme nicht drauf, aber mir fällt es bestimmt noch ein. Ich versuche so gut wie möglich auf alles zu reagieren. Was passiert? Genau. Ob, wenn wir selber einen Angriff starten, ob das Dorf dann für immer, wie bei einem anderen Spiel, was wir gemacht haben, Sunkenland, dann auch wirklich hin ist. Oder ob die einfach wieder neu kommen. Das werden wir auch rausfinden, denke ich mal. So, ich habe noch ein bisschen Dings. Ja, ich will jetzt auch nicht weg, wirklich gesagt. Weil ich nicht genau weiß, was passiert, ne? Was ich aber machen will, ist kurz in meine Siedlung rein, die Bevölkerung, und dann gucken. Arbeitsberührende Status, Rolle. Und da würden wir dann jetzt den Wächter eingeben können, ne? Okay. Gut, dann werden wir beide zu Wächtern machen. Ja, wir müssen jetzt gucken, wann... Ich glaube, jetzt kommt da ein Angriff. Ne, die gehen weg. Ja, heute erwartet. Das ist krass, ne? So, die sind wohl fertig. So, jetzt haben wir sie auch drinne. Und die werden wir jetzt definitiv nicht essen. Ja, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich würde jetzt sagen, ich gehe ein bisschen farmen. Wir gucken mal bitte bei der Forschung, was wir jetzt noch forschen können. Wir Möglichkeiten haben, was Neues zu erforschen. Das wäre natürlich auch mal krass, weil ich würde sagen, dass wir jetzt anfangen, den Brennofen zu erforschen, weil wir haben das Zeug eigentlich da. Zweimal Zinn, fünf Stein und die Dings können die ja holen. Aber ich weiß, dass wir Zinn da haben. 2 mal 10, siehst du? 1, 2. Dann Rohstein. 1, 2, 3, 4, 5, ne? Genau, und dann brauchen wir nur noch die Äste.
Dann packen wir das schon mal rein. Dann kann das nämlich schon mal angefangen werden zu erforschen. Wir dann anfangen können mit ja, mit Metall durchlassen. Ich denke mal, da werden wir auch Spitzhacken bauen können und so weiter. Das nächste, was wir erforschen müssen, ist das Räuchergestell. Da brauchen wir Hanf, Rohstein und Holz. Das ist auch kein Thema. Und wir brauchen dann das Waffenständer. Ich denke, Axt fehlt im Holzlager. Oh. Wieso fehlt eine Axt im Holzlager? Was ist da los? Das ist natürlich ungünstig. Das ist jetzt natürlich... Wieso? Hä? Der hat seine Keule weggelegt, der... Wo ist er denn hin? Muss kurz mal gucken. Ein Schlag hier, oder was? Du, Diggi. Der hat eine Keule hat er weggelegt. Ich nehme den mit. Ja, was soll ich jetzt tun, Leute? Die Frage ist jetzt ganz ehrlich, gehe ich von meinem Dorf weg? Kommt der Angriff, das weiß ich. So, hier wird geforscht. Hi. So, der geht auch weg. Ich meine, ich könnte jetzt zum Dali gehen und denen sein Zeug bringen. War. Bringt es was? Fragen über Fragen. Es kann natürlich auch sein, dass der Überfall nachts kommt. Guck mal kurz hier rein, was hier los ist. Ja, hier ist einiges. Guck mal hin. Pilze und so weiter. Das ist alles dort. Ich würde sagen, wir werden hier noch ein paar Äste craften jetzt. Ich meine, dadurch, dass wir jetzt halt so rumpimmeln, werden wir natürlich und definitiv die Folge ein bisschen länger machen. Das habt ihr euch ja auch gewünscht, wenigstens so 2-3 Minuten länger. So, also mehr als so 36-37 Minuten würde ich gern ungern machen, weil da müsste ich manche Sachen reinpressen, das möchte ich nicht. Und mir fehlt auch aktuell so ein bisschen Zeit. Deswegen lieber so ein bisschen kürzer und... Aber heute denke ich mal... Da kommen sie wieder. Ich weiß es halt echt nicht. Ne? So, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Kann erforscht werden. Ich nehme jetzt auf jeden Fall schon mal Pfeil und Bogen in die Hand, weil die gefallen mir nicht. Ich dachte, die gehen schon los. Ja, aber es kommt halt auch nicht. Sieht doch. Den haben wir. Ragnar, du musst. Schlag doch. Oh, Alter, wie erwartet. Ruhm haben wir. Die kannst du aber nicht looten. Doch. Und sie haben einmal Riemen. Aber das war nicht der Angriff, glaube ich. Wir haben einmal Riemen. Und wir bekommen einmal... Münzen und ein Seil. Ja, sehr schön. Dann packen wir das Ganze doch schon mal rein. Leute, ich überlege jetzt gerade echt, ob ich losgehe. Ich würde das Stück Fleisch kann ich noch nicht essen. Wäre auch nicht. Hast du das erforscht? Sind wir da durch? Weil dann könnten wir es gleich noch bauen. 0% erforscht. Haben wir keine Arbeiter gerade, oder was? Charlie geht gerade auf jeden Fall nicht forschen.
Ich will mal kurz was gucken. Du bist ein Arbeiter, ne? Ja. Wartet auf Beschäftigte. Ja, Alter, dann forscht noch. Was ist denn los? Ist natürlich cool, dass es ihm gut geht. Ja, vielleicht macht er das. Ey, Leute, wir gehen jetzt. Ich weiß nicht, was passiert. Ich könnte jetzt mal hier kurz gucken, ob ich hier eventuell... Nee, ich kriege jetzt auch nichts. Sind die Pfeile eigentlich gemacht worden? Boah, Leute, ich komme hier nicht weg. Es ist schlimm, wenn du gerade alles versuchst rauszufinden. Nicht genug Ressourcen, aber... Woran liegt es denn jetzt, dass hier keine Pfeile gemacht werden? Jetzt macht er sie. Hier dauert anscheinend ein bisschen. Lobo. Gut, wir gehen los. Wie viele Pfeile haben wir noch? 15. Da kommen die nächsten. Ich glaube, das sind sie jetzt. Die kommen schnurstracks auf uns zu. Ja, da ist er. Leute, warte. Shit, 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 shit. Oh, Alter. Weg, 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 weg. Sie sind da. Ich gehe hier drüber. Ich habe meinen eigenen Mann erschossen, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ich habe meinen eigenen Bettler erschossen. Ach, Kacke, ey. Da ist noch. Den habe ich. Oh, Scheiße. Hammer. Der ist natürlich kacke hier. Weg, 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 weg. Das war's. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Das war ein Riesenproblem jetzt. Okay. Eventuell ist er jetzt abgegolt. Wir haben es eigentlich gut gemacht. Nur, ich habe mit dem zweiten, also ich habe den ersten abgewehrt, aber ich habe den zweiten nicht mehr berechnet. Also es kommen dann immer wieder, aber der wartet dort, guck mal an. Der wartet tatsächlich jetzt ab. Der bleibt halt dort, wir müssen den Angriff abwehren. Eine Sekunde. Wir machen F. Ja, das ist natürlich super geil. Ich habe keine Pfeile. Boah, Leute, ein Schlag. Das ist jetzt richtig kacke. Aber jetzt wissen wir Bescheid, wir müssen die definitiv wegmachen. Der Überfall ist erst zu Ende, wenn wir weg sind. Und er bleibt jetzt dort, ne? Okay. Ist jetzt einer aufgestanden? Oder kommen jetzt nochmal welche? Nee. Er bleibt halt dort jetzt, ne? 7 Sekunden. Wir müssen gleich die Axt nehmen. Ich weiß, ich kann es mit Alt machen. Warte mal, den hole ich mir aber jetzt noch. Ja, es ist natürlich auch klasse, wenn die... Wenn Pfeil und Bogen dann nicht funktionieren. Ich konnte einen Pfeil abschießen und es ging gar nicht.
Leute, jetzt werden wir auf jeden Fall einiges lernen, ey. Der Überfall ist richtig kacke. Mal. Ja, der geht jetzt zurück. Komm, wir lassen es jetzt gut sein. Es ist natürlich jetzt richtig dumm, ey. So, ob die jetzt alle wiederkommen? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Eventuell sind wir jetzt komplett allein. Weil es war ja eigentlich so, dass die immer wieder kamen. Im Kampf gefallen. Würde in Kürze als Arbeiter wieder in einer Siedlung erscheinen. Sehr gut. Und auch der Lobo. Gut, dann ist das durch. Dann sind die halt für ewig da. Aber nie wirklich tot. Da liegt noch ein Säckchen. Ja. Der mit der Dings, der war schon krass. Und wir stehen natürlich auf und haben natürlich auch keine Möglichkeit. So, pass auf, dass du nicht das Stück gekocht nimmst. Das ist noch ein kleines, ne? So, gut. Dann können wir jetzt aber loslegen. Ja, Leute, tut mir leid, dass das jetzt nicht so geklappt hat. War für mich halt auch wirklich das erste Mal. Wir bringen jetzt definitiv das Zeug weg. Der Typ ist weg. Der Angriff ist durch. Wir beachten jetzt oder gucken jetzt. Steht, glaube ich, auch hier, wann die nächsten Überfälle kommen. Nächster Raid, wenn das wieder rot ist. Müssen wir mal gucken, wie oft darauf achten, wie lange das passiert. Ansonsten lassen wir das jetzt erstmal so. Und gehen jetzt erstmal zum Dalibor und geben hier die Aufgaben ab. Es ist okay, wir haben natürlich nicht viel. Wir sind aber jetzt dran. Ich hoffe, wir kriegen die Zeit jetzt, dass wir einiges jetzt erstmal lernen dürfen. Und auch einiges herstellen dürfen. Ich glaube, dann sieht es anders aus, wenn wir nämlich mit so einer Mistgabel ankommen. Denke ich mal, läuft es anders. Mit Bogen haben wir jetzt einiges weggekriegt. Aber der scheint auch eine bessere Rüstung sogar gehabt zu haben. Der Charlie Babies ist unzufrieden. Was hat er denn? Was hast du denn jetzt, Charlie? Charlie ist doch noch tot, oder? Verletzt. Blödsinn, er ist noch tot. Also. Ich meine, klar, da wäre ich auch unzufrieden, wenn ich noch tot wäre, aber er soll sich nicht so anstellen. Was mich jetzt so ein bisschen geärgert hat, war, dass die Pfeil und Bogen nicht gehen. Klar. Ein Bogen ist eine Distanzwaffe. War doof von mir, mit dem Bogen zu schießen, wenn der schon vor mir steht. Aber ich habe den Wechsel halt auch nicht durchgekriegt. Ich dachte mit Mausrad. War leider nicht. Gut, wir haben viel gelernt jetzt heute, was das alles angeht. Können wir beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen. Jetzt gehen wir erst zum Dalibor. Wir können ja auch mal versuchen, wenn ich jetzt weiß, dass das nur noch der eine dort ist in dem Dorf. Wir haben ja gesehen, wo die herkommen. Wenn der nur alleine dort noch ist, vielleicht sollten wir hingehen und uns rächen. Ah, ich habe die Münzen nicht mitgenommen. Das wollte ich ja eigentlich machen. Wo ist denn der Dalibor? Er ist oben. Hi. Ich habe keine Zeit, ich bin gerade total busy. Muss gucken, dass ich meine Siedlung zurechthalte. So, wir können. Ja, na klar, immer. Was haben wir hier? Hier ist irgendwo ein Händler. Dies ist auf keinen Fall, glaube ich. So, da ist auch ein Händler. Und hier haben wir ein paar Quests. Aber wo ist der Balibor? Schlappt doch hier irgendwo rum, da ist er doch. Balibor? Ja. Was die Sachen angeht, nach denen ihr gefragt habt, ich habe alles. Ja, ich habe alles. Nehmt es. A true lifesaver. Thank you. Please take this as a reward. Now I need to excuse you. It's time to fix this damn door.
Ein wahrer Lebensretter. Danke. Bitte nehmt das als Belohnung. Jetzt muss ich euch entschuldigen. Es ist Zeit, diese verdammte Tür zu reparieren. Vergesst ihr nicht was, alter Mann? Worüber? Leckeres, gebratenes Fleisch für eure Frau? Damn those royal dogs that hit my head. I will haunt them when I die, thank you, young one, and remember happy wife. Verdammt seien die königlichen Hunde, die mich am Kopf getroffen haben. Ich werde sie heimsuchen, wenn ich sterbe. Danke, junger Mann. Und denkt daran, glückliche Frau. Ja, ja, glückliches Leben. Passt auf euch auf, alter Mann. So, Ruhm und eine kleine Falle haben wir bekommen. Okay, sehr, sehr geil. So, wir werden jetzt uns dann gleich nochmal eine Quest holen. Da haben wir nämlich noch eine. Bei dir kann ich, glaube ich, irgendwas verkaufen. War das nicht so? Ja, ich sehe, dass du arbeiten musst. Ich merke das schon. Kann ich helfen? Ich möchte dich was fragen. Ich habe was Besonderes für dich. Ich möchte dir ein paar Münzen geben, die ich gefunden habe. Okay. Die habe ich jetzt aber nicht einstecken. Oder doch? Aber dann wissen wir da jetzt auch Bescheid. So, Hallöchen. Na, willst du dir die mal vorstellen, wenn du mich schon umrummst hier? Looking for trouble. Man mag uns. Oscar Lancelet, der Bücher... Der Buchhändler. Der Leute. Welcome to my bookstore. Willkommen bei meiner Bücherhandlung. Was hast du denn heute so auf Lager? Oh, Leute, lasst uns mal gucken. 150. Ja, eins können wir uns holen. Kochen, Jagen, Beweglichkeit, Zweihandwaffen, Einhandwaffe. News from the kingdom. There's always something. Das ist okay. Kann verwendet werden, um deine eigenen Fähigkeiten oder die deiner Siedler im Inspektionsbereichsbildschirm. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Einhandwaffen sollten wir eventuell lernen. Bogenschießen komme ich irgendwie klar, aber ich glaube, mit den Einhandwaffen eher blocken. Gibt es da was zum Blocken? Nee. Blocken wäre geil. Ja, aber Blocken ist vielleicht die Beweglichkeit, ne? Bücher verkaufen können wir halt auch. Pass auf, ich würde... Boah. Leute, wir machen es anders. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was wir kaufen sollen. Also ich wäre eventuell sogar wirklich bei den Einhandwaffen, weil wir ja mit dem Knüppel erstmal hantieren müssen. Wir können natürlich auch sagen, mach doch lieber das. Müssen wir mal gucken. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt erstmal nichts weiter. Dann weiß ich, dass er auf jeden Fall eventuell, glaube ich, sogar eine Quest hat. Kann ich dir bei etwas helfen? Oh, I was hoping you would ask me that. Na klar. Your knack for uncovering mysteries is just what I need. I've unearthed something that might greatly benefit from your unique talents. Oh, ich hatte gehofft, dass du fragen würdest. Dein Geschick, Geheimnisse aufzudecken, ist genau das, was ich brauche. Ich habe etwas ausgegraben, das von deinem einzigartigen Talenten sehr profitieren könnte. Ihr habt mein Interesse geweckt. Was ist dieses besondere Etwas? It's a task suited to someone of your discerning nature. Hidden across our wilds are ancient shrines. Each one a repository of forgotten wisdom. Would you like to know more? Night's coming quick. Best be indoors before dark. Möchtet ihr mehr erfahren? Komisch, dass du das erwähnst. Ich bin tatsächlich schon auf einen dieser Schreine gestoßen. That's quite the stroke of luck. I'm fascinated by what these prayers could signify. If you come across more, please share your discoveries. Keep going. Ja, cool, dann ist die Aufgabe auch schon mal erledigt. Das haben wir durch Zufall jetzt dann gemacht. Hier hätten wir noch eine Aufgabe, die nehmen wir uns gleich mit. Wir haben jetzt 300. Die Emily hat die Aufgabe jetzt für uns. Ja, kann ich dir bei etwas helfen? So I've been thinking about ways we can make fools out of the brigands because, well, you know why. I've formulated a plot that will scramble their tiny brains, if you're interested, of course. Ich habe einen Plan ausgeheckt, dass ihre kleinen Gehirne durcheinander bringen. Wenn du interessiert bist, natürlich. Ich höre zu, wie ist dein Plan? The brigands are dangerous because they're well organized and they trust each other. So I think we should decimate that trust and organization. I've taken something valuable from one of them, a token, and I happen to know where they keep their secret stash, where they hide loot from their leaders. Place the token in there and let the accusations fly. Ich habe einen von ihnen etwas Wertvolles gestohlen, ein Zeichen, und ich weiß zufällig, wo sie ihr geheimes Versteck haben, wo sie Beute vor ihren Anführern verstecken. Lege das Zeichen dort hinein und lass die Anschuldigung fliegen. In Ordnung. Zähl mich dazu.
Oh, wow. Okay, wir sollen die Quest jetzt natürlich auch dann verfolgen. Lege den gestohlenen Gegenstand in das geheime Versteck. Okay, wir gucken mal auf der Map, wo das sein soll. Maybe hier. Das Questziel. Das ist ganz Wahnsinn. Hier, ne? Bin ich jetzt bescheuert. Ne, das ist da. Ja, hier oben ist ja, glaube ich, der Wolfsbau, ne? Gewesen. Und da ist das geheime Versteck. Leute, das werden wir jetzt am besten gleich noch machen. Hier unten scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Die Leute arbeiten. Wir gucken jetzt aber trotzdem mit den 300 Reputationen, ob wir eventuell jemanden anheuern können. Wir haben ja Platz. Stop wandering around. Willst du denn? Ich laufe hier durch das Dorf, wie ich will. Auf hier durch. Hallöchen. Da ist mir doch jemand ins Auge gefallen. Ja, ja, genau du nämlich. Der Rob. Are you new in town? Seid ihr neu in der Stadt? Ich suche nach Leuten, die mir helfen, diesen Ort zu überleben. Würdest du in Erwägung ziehen, mit mir zusammenzuarbeiten? Wir gucken mal, ob es klappt. There was a time when we were more welcoming, but that was a long, long time ago. Earn your place first and then okay. We might be able to do great things together. Ich denke mal, der wäre halt mega. Der wäre halt so gut. Leute, aber ich glaube, dann ist es so, dass wir hier die 500 haben müssen. So, dann werden wir die Münzen morgen verkaufen. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir werden aber jetzt kurz nochmal gucken. Hallöchen, zeigst du Bein, Bess? Ja, zeig mal, komm. Zeig dein Bein. Ja, hallo. Entschuldigung. Ich gehe ja. Ja, da reicht das Vertrauen halt nicht aus, um noch mehr Bein zu sehen, ne? Aber eine Kniescheibe kann auch entzücken. So. Ja, Leute, dann gehen wir heim. Denn, wie gesagt, ne, wir haben ja einiges jetzt gelernt, was den Überfall angeht. Wir gucken mal, wie schnell der steigt. Ich wäre aber gewillt... Ich meine, das könnt ihr mir auch gerne reinschreiben. Also mein Plan wäre jetzt, dass wir jetzt erstmal sagen, oder ich würde es jetzt erstmal so einstellen, dass wir die Anzahl lassen, wie sie ist. Also, aber die Schwierigkeit würde ich dann doch gerne... erstmal auf einfach setzen, um erstmal anzukommen. Ach, kann ich ja nicht. Wisst ihr? Um zu gucken, hey... wenn wir dann auf einem gewissen Level sind, dann können wir sagen, so pass auf, ihr könnt loslegen, greift an, wie ihr wollt. Haben wir nichts ergeben, aber solange wir jetzt noch so sind, also ich würde es dann erstmal so einstellen wollen. So, wir werden jetzt nämlich gleich eine Fackel brauchen. Kann ich die reparieren? Ja, ich mache mir gleich einfach eine neue. Ja, wir haben die Hasenfalle halt, ne? Die können wir halt im Endeffekt... hier hinstellen will ich sie nicht. Ja, ich denke mal, so wäre es am besten. Dass wir jetzt wirklich sagen, von der Logik her, wir machen es jetzt erstmal easy. Und versuchen erstmal zu gucken, wie verhalten die sich. Verhalten tun sie sich mega gut, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, dass ich habe eher so das Gefühl gehabt, es kommt ein mega Rumgespacke oder so. Aber, oh, warte mal. Nee, die möchte ich haben. So. Die schmeiße ich einfach hier runter. Ja, ich habe jetzt echt gedacht, da kommt so ein Rumgespacke, aber das war, die haben sich ganz gut gefühlt. Ich würde sagen, morgen machen wir die Quest, die Trennung im Dunkeln, dass wir die Jungs auch gegeneinander ausspielen. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt dann richtig einen reinkriegen. Werden wir alles rausfinden, denke ich mal. Wir müssen jetzt mal irgendwann hier runter, weil der Weg ist nicht der, den wir gehen müssen. So, ich könnte auf jeden Fall noch mal eine Beere essen. Genau, ihr habt auch gesagt, dass das verdorbene Essen ich wegschmeißen könnte. Ich würde es gerne noch mal bei mir lagern, weil ich habe so das Gefühl, dass wir mit dem verdorbenen Essen Dünger herstellen können. Mal gucken. So, ich hoffe jetzt, sie haben ein bisschen was gelernt jetzt hier. Ich sehe es auf jeden Fall schon da hinten brennen, unser Dörfchen. Mal gucken, wie weit sie mit der Forschung gekommen sind. Dann legen wir uns jetzt hin.
ich würde rübergehen in die nächste Folge. Und ich mache jetzt erstmal die Einstellung, so wie wir gesagt haben, die Überfälle auf Easy. Alter, das geht kaputt. Die Gebäude gehen kaputt mit der Zeit. Ja, Alter, das ist ja krass, oder? Oder habe ich jetzt was verpasst? War hier nochmal ein Angriff? Ist hier irgendwas passiert? Das ist natürlich übel. Ich meine, es ist logisch, ne? Ganz klar. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Leute, in diesem Sinne, wir gucken mal kurz rein, was ist passiert. Die Forschung ist noch nicht gemacht worden hier. Die Forschung ist noch nicht gemacht worden. Aber meine Siedler sind doch alle Arbeiter. Und die muss ich ja nicht nochmal einstellen, oder? Nö. Aber ich glaube, dass er jetzt die Möglichkeit hat, das mit dem Forschen nicht mehr hinzukriegen. Dann würde ich sagen, Forschung mache ich bei dir raus. Ich mache mal auf 5. Und ich sage dem Lobo, dass der forscht. Und dann gehen wir ins Bett. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Wir haben viele Erkenntnisse sammeln können. Ab morgen geht es dann richtig los. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.